guten Tag, meine Freunde der Sonne. Ja, Mitternachtssonne. Herzlich willkommen zu Evil Inside. Alter, warum schreit mich das Ding so an? Jetzt ein zweites Mal aufnehmen, weil, hey, der Mikro gesagt hat, nö. Ja, freu ich mich. So, neuer Versuch. Es ist eine Demo, beziehungsweise nur ein Prolog. Deswegen gucken wir mal. Runde 4. Ne, wir fangen von vorne an. Bei Runde 4 brauchen wir nicht. Was soll ich sagen? Es ist extrem FM wollte ich gerade sagen, ja. FM ist auch so, ja. Extrem PT-orientiert. Wartet. Hier haben wir Mary Jane Anderson, unsere Reporter at the crime scene. Thanks, Joe. They found the body of Rose, the woman who went missing last Monday. Forensics located her camera near a well, in which her lifeless body was also found. Her husband, the alleged killer, has already been arrested. Alter, meine Katze ist schon davor. War ich denn? Oder nicht? Frechheit. Ja, also ich kann schon mal sagen, PT lässt definitiv, gut da. PT lässt definitiv, ja. Mir ist heute ganz uncool mit Brille, aber ich kann nicht schlafen. Jeder da, hau ab. Hallo. Hi, Mark. It's been a long time since what happened to your mother. Okay. That happened many months ago. Are you better? Yeah, sorry. Listen, are you in contact with the afterlife? Yes. Tell me what you need. I need you to make contact with my mom. Okay. Also wir wollen unbedingt Kontakt mit uns. Und vorher atmen wir noch ein bisschen. Und schlafen eine Runde. Rudi, moin. Geht ab. Oh. Ja, mit einem Ouija-Brett gespielt. Das ist kaputt. Oh. Hallo, Mutti. Ja, also das ist jetzt so eine typische PT-Szene. Szene. Ja, mit TZ bitte. Wie gesagt, ich weiß nicht davon halten. My father in prison, and I have to take care of my little brother. Mein Brüderchen schon nein. Draußen? Da können wir nicht ermachen. Hier kommt weiter. Boah, Freunde. Die waren nett mit uns. Mutti? Haben uns Essen gemacht. Extra nur für uns, ja. Wir hier nicht verhungern. Machen wir hier 100 Mal durch das Haus schleichen. Jackie? Er ist Jackie. Das ist unser kleiner Bruder. Sind wir das? Meine Fresse, ich dachte jetzt. Ach. Dann nicht weiter. What the hell? Oh, die Tür ist aufgegangen. Wunderbar, Freunde. Wunderbar. Ab in den Keller. Hätte gern auch so einen tollen Keller, weil guckt mal hier. Da könnten wir Bären spielen ohne. Ich laufe jetzt, ich bin grottenschlecht im Bayern spielen, aber ich komme. Na wieder. Der Stuhl müde, ja. Muss er sich ein bisschen ausruhen. Ja, stimmt. Wir sind Washing Powder. Boom. Also wir können ja nichts anbratzen. Wann nicht, Katze? So, Runde 2.
Ja, also an dem Grund ist jetzt nichts Neues. Weiß nicht, was. Wie gesagt, das ist ja nur die Vorgeschichte. Jetzt. Hallo. Kind. Es ist 10 Uhr. Ich weiß nicht, ist es 10 Uhr morgens oder 10 Uhr abends? 10 Uhr morgens wäre doof. Bewegt sich, Freunde. I don't like it. Mach mal das Brett auf. Dankeschön. Wie gesagt, wir können ja nichts machen. Wir rennen ja eigentlich die ganze Zeit nur durchs Haus. Ein paar Jumpscares. Achtung. Wird doch noch. Oh ja, Telefon. Entschuldigung, Entschuldigung. Hallo, Mutti? Was? Oh, diese Perversen, die alle. Was ist denn da? Okay, Kellertür ist wieder offen. Jetzt kommt, glaube ich, jetzt kommt City. Mama mia. Okay, gut. So. Okay. Die Lampe flackert. Das heißt, oh, hier ist was für uns. Das ist hier der erste Teil des Witchboards. Ich gehe mal davon aus, dass wir, dass die Geschichte sich darum dreht, dass wir das Ding zusammenbauen müssen. Aber alles. Wie gesagt, ein absolutes Hoch auf die das entwickeln, weil das ist echt eine Heidenarbeit. Ich will da auch nichts absprechen. Aber es ist halt schwierig, immer wieder auf dasselbe aufzubauen, ne? Wie viele Versionen von PT gibt es inzwischen? Oder die versucht haben, da eine Anlehnung zu finden. Oder keine Ahnung. Naja, stimmt, der Code. Der Code. Drücke der F. Mal noch einen Schritt zurück. Drücken Sie nochmal F. So. Gut, dass ich mir die Zahl gemerkt habe. Okay, das Haus ist lila. Wir müssen zu der 2. Bin ist 9. 2-9. 2-9. 2-9-5. 2-9-5-1. 2-9-5-1. Okay. Jetzt richtig. Drücke. Nach oben bitte. 3. 9. Hallo, ich drücke. Oh, I don't like. 5. 1. Jo, das ist sowas von korrekt. Ich habe mich beim ersten Mal so gefreut, ne, dass ich das Rätsel gelöst habe. Okay, wir haben einen Schlüssel, Freunde. Hallo. Danke. Take it. Tschu. Hi. Open the door, please. Let's go. Let's go nach oben. Wisst ihr, was ich mal richtig geil finden würde, wenn du hier so die Treppen hochrennst oder runter, dass du einfach mal runterfliegst? Einfach mal so. Das wäre doch mal ein absolut krasses Horror-Game, oder? Kackst dich halb ein, weil wirklich die Atmo richtig geil ist, jetzt hier wie bei Beast Inside oder Visage oder sowas, ne? Und du läufst ja ganz vorsichtig die Treppen runter, wenn man so. Ah,
Zack, liegst du unten. Ich glaube, ey, das wird aber einfach mal. Das war so geil. Also, liebe Entwickler, merkt euch das mal. Das wäre lustig. Ich glaube, da rechnet niemand mit. Ich glaube, ich würde es vom Stuhl, wenn das mal jeder machen würde. Bei irgendeinem Game habe ich das ja schon mal gesehen, dass da irgend so ein Zombie auf dich zugerannt kommt und über die Vase fliegt. Das fand ich schon mega nice. Ich weiß noch nicht, welches Game das ist. Wenn ihr es wisst, packt es mal in die Kommentare. Weil da bin ich echt weit, dass ihr das so eine Runde zocken wollen. So, ein Stück vom Witcher Board. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir in der Geschichte dann das Board zusammenbauen müssen oder ob das so eine Vorgeschichte ist und es so ein richtig geiles Game wird. Ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt, berauscht mich jetzt nicht so. Das, oh. Und das war's, meine Freunde. Das war jetzt der Prolog. Vorspiel, wie auch immer. Ja. Was soll ich sagen? So, bei meinem Glück nehme ich jetzt wahrscheinlich nicht auf, oder es ist wieder irgendwas mit dem Ton, dann lassen wir das. Ansonsten danke schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst bitte trotzdem einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen und was und bleibt gesund. Bye bye. Geht sie doch bitte jetzt. So, bitte, ja. Ist das geil. Bye bye. Ich habe schon meinen Finger auf die Taste, ja, dass ich mich verabschieden kann. Ja. Nein, hatte ich nicht. So, und nochmal. Bye bye.